Hallihallo und willkommen zur allerersten Folge LS19 auf der Bergisch Land mit dem Krieger und dem Paul. Hallo. Seid gegrüßt. Der Max ist leider verhindert, der spielt heute den Real-Life-Edition Landwirtschaftssimulator sozusagen, ne? Real-Life-Farming spielt er heute. Ja. Wer es verpasst hat, Samstag gab es einen Livestream, deswegen haben wir hier schon ein bisschen was gemacht. Heute erste Folge, gleich vorweg, Bergisch Land immer Montag, Mittwoch, Freitag, 15 Uhr. Ja, ist das Nachfolge-Multiplayer-Projekt der Oberbayern. Es spielt jeder seinen eigenen Hof, ja, jeder von uns fährt einen eigenen Hof. Ich bin orange, Paul ist blau, Max ist grün und der Krieger ist gelb. Und wir versuchen relativ realistisch zu spielen. Deswegen haben wir manuelles Ankuppeln, No-Tap-Mod ist drauf, Simple IC ist drauf. Was haben wir noch? Den Realistic Seeder, glaube ich, dass man für jedes Saatgut eine eigene Palette kaufen muss. Ja, und. Viele Mods, ne? Ja. So. Ja, das ist ja bei uns ganz normal, dass wir viele Mods drauf haben. Das ist ganz normal. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wir hatten zwischenzeitlich schon mal ein paar Errors. Mal gucken, manchmal im Livestream hatte ich einen Trecker, der nicht so mit Kursplay harmonierte zum Beispiel. Wir haben Kursplay auch drauf, genau. Auch ganz wichtig zu sagen noch vielleicht. Wir haben aber gesagt, dass jeder nur einen Kursplay-Fahrer bewirtschaften darf. Oder einen normalen Helfer. Je nachdem, was er möchte. Und wobei ich werde, die ja... Ja, die sind immer ein bisschen fraglich, ja. Ja, die gehen nur gut, wenn du normale hast. Normale Felder. Echtkick und so. Ja, ja, das wird ja schon seit Jahren im Grunde bemängelt, dass der Helfer sehr dumm ist. Ja. So, jetzt werden wir hier uns... einen Kursplay-Fahrer schon mal setzen, der hier Feld 8 Tiefen lockert. Das hat Max abgeerntet. Ach, warum rück ich den P? So, 8 Vorgewände. Boah, machen wir mal 5. Scharf. Start. Und den speichern wir auch mal. So, was macht ihr denn so gerade? Ich bin Kalken. Kalken, das muss ich auch noch helfen auf dem Feld jetzt. Dein Wiesen da. Kalken muss ich auch, habe ich gesehen. 14, 12 und meine Wiese hier am Hof. Die muss aber auch noch angesät werden. Hast du den Kalkstreuer? Ich habe einen gekauft, ja, der steht hier noch leer rum. Welchen hast du gekauft? Den grünen, den Bruns. Klettern wir über den Zaun hier. Oh, das war ein bisschen ein tiefer Bach. Oh. Da war er schon fast zu tief. Welchen hast du denn? Den Standard da, den roten da? Den... Ja, den roten Einachse habe ich. Hier habe ich auch noch Hackschnitzel, die werde ich gleich erstmal verkaufen. Und die Anhänger brauchen wir gleich noch, weil ich eine Runde einen Auftrag mache. Ganz wichtig, den werden wir auch jetzt gleich mal annehmen. Ich habe die Geräte noch nicht großartig zugeordnet. Wo die hinkommen. Deshalb, wir stellen das erstmal einfach hier ab. Weiß nicht, warum ich mit meinem großen Traktor kalk, wenn ich extra einen Pflegebereifung habe. Das ist eine gute Frage. Warum machst du sowas? Das weiß ich nicht, weil ich dumm bin. Vielleicht. Oder macht der Pflegebereifungsträger schon irgendwas anderes? Nein, der steht am Hof und wartet auf seinen Einsatz. Meiner steht auch am Hof. Ich habe so einen Talfaden, einen Waldrand, ganz klein. So. Jetzt bringen wir auch die Hackschnitzel weg. Und da hinten müssen wir auch unsere Mission annehmen. Ja, die Schüttguthalle habe ich platziert hier. Hofrundgang machen wir mal bei Gelegenheit. Noch die restlichen Hackschnitzel verkaufen.
Den Livestream könnt ihr euch auch nochmal angucken. Ist auch auf dem YouTube-Kanal hochgeladen, wer Interesse hat. Dann seht ihr auch, was wir schon gemacht haben. Offscreen habe ich ein bisschen weiter gemacht mit meinem Holz. So. Mir wurde zugetragen, dass Max einen sehr hohen Redeanteil im Livestream hatte. Fandet ihr das auch so? Wem wurde dir das zugetragen? Das wurde mir von einem Zuschauer zugetragen, ja. So. Dass Max sehr viel geredet hat wohl. Okay. Ah, ganz normal bei dem. Er hat immer ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis. Mhm. Na, ja, so ist das halt, ne? Na gut, aber muss ja auch sein. Einer muss ja auch reden, ne? Ja. Ja, und wenn es der Streamer nicht macht? Ja. So. Das bist du, Lucky. Ja, ich hab doch auch geredet. Fragen beantwortet. Nein, ich weiß nicht. Max ist schon immer der, der am meisten sagt und redet. Ja, oh, das war schon immer so. Mhm. Habt ihr denn eure Einkaufstour eigentlich schon beendet? Ja. Mir fehlen ja noch so ein paar Sachen. Ist auch Felder bin ich durch, ja. Also mir fehlen noch im Grunde Mähgeräte, also sprich Mähwerke. Mir würde noch ein Drescher fehlen und ein Schneidwerk natürlich. Und Wender und Schwader würde mir noch fehlen. Und wenn ich Ballen presse, fehlt mir natürlich auch noch die zugehörige Presse. Und wahrscheinlich einen Transportwagen. Nee, den habe ich schon. Ich habe den AG Pro, ne? Den Dreiachser genommen. Mhm. Also falls einer mal einen Transportwagen braucht, kann man sich bei mir leihen, ne? 5.000 die Stunde. Ja, machbar. Nein, aber... Ach, einen Ladewagen wollte ich auch noch. Fällt mir gerade ein. Ich komme sonst auch gern vorbei mit meinem. Ich habe zu wenig Arbeit für den. Ja? Ich würde gerne mehr fahren. Ja, ich habe natürlich noch gar keine Wiese über die, ne? Aber, komme ich vielleicht drauf zurück, wenn die Kleewiesen soweit sind. Da muss ich auch noch eine ansehen. So, jetzt machen wir erstmal Rübenernte hier. Oh, du hast eine Rübenernte-Mission angenommen. Richtig, die hatte ich gestern vorgestern im Livestream schon angenommen. Da sind aber die Geräte trotz Ausleihen, obwohl man es gesehen hat, dass die ausgeliehen wurden, nicht aufgetaucht. Deswegen habe ich die abgebrochen und dann es nochmal angenommen. Das ist dieselbe Mission. Jetzt sind auch die Geräte aufgetaucht. War der Shop vielleicht überlastet oder das, so? Das kann sein. Das lag auch ein bisschen Ding hier auch mit den Feldern, dass das gestern zu viel war für den Server. So, schmeißen wir mal an den Hobel hier. Ja, es ist natürlich der Nachteil hier bei den gemieteten Fahrzeugen. Kein GPS, ne? Unkraut kommt. Wie ich sehe. Kann sein. Lohnzahlung? Achso. Hast du dein. Also, ich habe meinen Cosplay-Fahrer auf 100% Lohn. Ja. Der noch am Fahren. Hier auf 4000. Nee, 4000 habe ich nicht. Fand ich ein bisschen krass. Also, ja, also so tolle Arbeit macht er dann doch immer nicht wieder. So, Zuckerrüben. Weil ich habe vor, Schäfchen zu machen und die brauchen Zuckerrüben und Karotten. Und von der Mission, da bleibt ja einiges hängen. Dann habe ich schon mal gleich Zuckerrüben, ohne selber welche angebaut zu haben. So war der Plan. Ich weiß nicht, wo hat Max eigentlich seine Feldspritze stehen? Seine ist es nicht, da habe ich mich auch beteiligt. Ja, die gehört uns allen zusammen, glaube ich. Deshalb, also. Ich kann mal überlegen, ob ich noch ein Feld brauche. Ja, ganz oben. Ich würde sonst mal anfangen, weil wenn wir es alle gleichzeitig wollen, kann das ja nichts werden. Nee, dann wird das problematisch. Dann bin ich vielleicht schon fertig, bis bei euch das Unkraut dann kommt. Kann sein. Wahrscheinlich fängt das oben an der Map an, das Unkraut, und geht dann runter. Richtig. Dann ergibt das auch Sinn, wenn du anfängst. Nee, ich weiß nicht, wo die bei Max steht. Die muss ich dann erstmal suchen. Mhm. Wer sucht, der findet, ne? Ja. War schon immer so. Da hinten fährt der 724 da, der macht da, ne, ist ein 728, glaube ich. Macht da tiefen Lockern. 728? Bei dir? Hm, das ist kein 728, den ich da habe. Nein.
7,24. Ja, 7,24, aber der ist doch dann. Ändert sich das dann nicht? Was? Wenn du die PS änderst? Doch, das ist das standardmäßige ist ein 7,16. Ach so. Dann gibt es ein 7,20 und 7,24, Ach so ist glaube das, ja, ich. okay, jetzt habe ich es verstanden. Man sagt nur halt immer 7,24, weil es halt ja. Weiß nicht. Macht man. Ist halt so. Ja. Weil, ist so. Richtig. Natürlich eine blöde Ecke hier, muss ich sagen, die ich hier mähen, die mähen muss. Ernten muss hier mit der. Mit drüben. Nein, ja, das stimmt. Die ist ein bisschen Da ist unförmig. eine Kirche hier reingebaut worden. Dann ohne GPS. Naja. Wir auch relativ verlustfrei arbeiten, um natürlich so viel Ertrag wie möglich rauszukriegen. Aber ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. So, ich setze nach vorne wieder an. Ja, wir wollen ein bisschen in diesem Projekt ein bisschen mehr auf Handel setzen und dass wir untereinander tauschen, verkaufen, handeln und so weiter. Deswegen jeder seinen Hof, jeder kann sich frei entfalten, das spielen, was er möchte. Ja. Dann gibt es auf meinem Hof schon keinen B-Truck. Auch nicht schlecht. Kein MB-Truck und kein Unimog und kein JCB Fast Track MB-Truck da. Dein Merlo. Wenn Merlo. Gefühlt spielt Max ja auch in jedem Projekt, was wir machen, den gleichen Traktor, oder? Ja, es gibt Nicht nur immer einen Gefühl. MB-Truck. Immer nur MB-Truck. Ein B-Truck-Uni. Doch, ein B-Truck-Uni mal. Ja, hat er diesmal auch beides. Ja. Und ich glaube, ein Fendt hat er auch noch. Ja, so ein den 5er ist das, glaube ich. Ja. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Also so ein älterer, der aus der FSL, wenn der weiß, wen ich meine. Ach, 500er. Ja. Favorite. Glaube, oder? Stimmt, stimmt, Sicher? stimmt. Dann habe ich den doch schon gesehen. Ja, kann sein. Ja, jetzt wo du sagst. Jetzt wo du sagst. Aber ich habe noch gar keinen Kredit angegriffen, ne? Ich weiß nicht, habt ihr schon stark den Kredit angegriffen? Ja. Ich noch gar nicht. Ich bin noch 35 und plus. Ja, dir fehlt ja aber auch noch ein bisschen was. Mir Ne? fehlt auch Das, noch, wie gesagt, einiges, genau. Deshalb, also ich bin gar nicht so schlecht momentan aufgestellt. Die Mission bringt schon mal ja, über 10.000. Ein bisschen geht ja runter wegen den Leihgeräten. ich mache jetzt auch ein bisschen, weil ich weiß, was ich sonst machen soll. Hast du schon einfach nichts mehr zu tun, oder was? Ja. Also ich weiß nicht was, ich habe glaube ich zu wenig Felder. Ich weiß aber nicht, welches Feld ich auch kaufen soll. Habe drei Ist Felder, die echt. gekalkt werden müssen. Ich habe gerade wieder Dinge in meinen Kalkstreuer getan. Kannst auch für mich kalken. Ich zahle dir was dafür. Ich habe jetzt angenommen. Da fährt aber jemand mit dem Kalkstreuer. Aber da ist Zünger drin.
Wie gesagt. Ja, dann ist ja, die sind Dingestreuer. Ändert sich das dann immer, ja? Wenn sie sagen, ich habe einen Kalkstreuer und ich habe einen Düngestreuer. Ja, und transformiert sich, wenn man was anderes reinmacht. Jetzt hoffe ich, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wahrscheinlich nicht. Ja. Welches Feld hast du, Krieger? 21. 21? Das ist ja ganz unten. Was ist da denn drauf? Zuckerrüben. Auch Zuckerrüben? Ich sehe die Mission gar nicht, kann das sein? Ja, ich hab die ja angenommen, das heißt, für dich müsste es so weg sein. Ja, genau. Dann sehe ich die nicht. So, 80%. Europa auch schon voll. Das ist ja aber auch ein kurviges Ding, du. Was denn du hin, Mann, Paul? Was denn? Die Straßen hier. Ach so. Ja, bin ich auch schon durchgefahren. Also, mit einem Anhänger hinten dran. Hätte ich die eine Kurve an die andere Kurve rangemacht. Du fährst hier die ganze Zeit. Meinst du, betrunken darfst du nicht langfahren, ja? Nee, du darfst nur Kurven fahren auf der Map. Kannst auch gar nichts anderes fahren. Ist aber auch eine Herausforderung. Jetzt meckert ihr über die Kurven. Beim letzten Projekt waren es die Berge. Echt? Wollen wir nur die Felsbrunnen spielen, ne? Oh, guck mal hier. Wachsen wieder Zuckerrüben bei euch. Wo wachsen Zuckerrüben? 117. 117? Jo. Sehr schön, der Kurs ist drin. Tja, dann machen wir mal den Roper noch voll. Wir fahren gleich mal abtanken. Die hat den Server verlassen. Was ist da los? Vermute Internet weg. Da er auch nicht mehr spricht. Eieiei. Speichere ich mal schnell. Ich höre Krieger. Ich hatte gerade einen Discord. Das ist richtig. Haben wir auch gesehen. Wie lange hast du noch auf der Folge? Die ist gleich zu Ende. Was heißt gleich? In einer Minute. Ja, dann warte ich noch, bis ich wieder reconnecte. Oder wir füllen die Minute mit einer Synchro auf. Mit Jockey. Nein, ich sag Game dir sofort. Gameplay.1. Ich sag dir sofort Bescheid. Was ist das hier mit meinen Hängern? Das musst du wissen. Ob ja, du was Gutes getan hast oder. So. Doch, doch, das passt gut. Da geht nicht so viel rein in meine HW 80. So, ja, du hast die, ja. Aber ich finde die ganz schön. Die können zwar nur links abkippen, wie Max mit Erschrecken feststellen musste, aber ich finde sie ganz gut. So, Krieger, meinetwegen kannst du wiederkommen. In der Zeit kann ich ja abmoderieren. Denn, liebe Leute, das war's mit der ersten Folge Bergisch Land, das neue Multiplayer-Projekt hier auf Lucky Lucker zockt. Mittwoch gibt's die nächste Folge, 15 Uhr. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und Discord und Instagram-Link in der Videobeschreibung. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.